Die USA sind ein Land mit unglaublich vielen Fernsehstationen. Die Sender kennen wir auch hier bei uns. CNN, Fox News, ABC. Also ich sag mal so, man ist da fernsehtechnisch eigentlich ganz gut versorgt. Ja, umso mehr freuen wir uns darüber, dass wir jeden Abend an der Westküste der Staaten gesehen werden. Im sonnigen San Diego. Da lebt unsere Zuschauerin Lore Weyroth, sitzt vielleicht gerade beim späten Frühstück. Sie hat aber ein bisschen Empfangsprobleme und wir konnten aus der Ferne helfen. San Diego, Kalifornien, jetzt im Winter. Eine neue Woche mit dem Schleswig-Holstein-Magazin. Schön, dass Sie dabei sind. Guten Abend. Vor 25 Jahren ist Lore Weyroth von Lübeck nach San Diego gezogen. Ihrer alten Heimat Schleswig-Holstein ist sie aber eng verbunden. Jeden Morgen um 10.30 Uhr Ortszeit schaut sie über Internet das Schleswig-Holstein-Magazin im Livestream. Ich bin ja öfter da. Außerdem habe ich mal 17 Jahre in Lübeck gewohnt. Das interessiert mich schon. Ist eben einfach schön. Ich meine, es interessiert mich, was da alles passiert. Da weiß man also, was los ist in Schleswig-Holstein. Ganz weit weg, aber immer dabei, Lores enger Freund Ulrich von Schapiewski in Bad Schwartau. Er guckt die Sendung gleichzeitig bei sich zu Hause. Über 9000 Kilometer entfernt. Dabei telefonieren die beiden miteinander. Jetzt hat sich das Wetter sich aber schlagartig geändert. Jetzt ist es wieder wie hier. Es hat übrigens da eben 10 cm geschneit. Und das sieht auch so aus, als hätte es geschneit. Oh, the snow, see it? Dann kann man sich da unterhalten und wenn das nächste Mal was ist, dann fällt mir irgend sowas ein von davor und weiß der Himmel was. Mit der Zeit schleift sich da ein Ritual ein, natürlich. Das sind immer bestimmte Dinge, die man macht und auch bestimmte Sendungen, die man sich nur anguckt, und das gehört dazu. Das ist ein Teil der Dinge, wie man miteinander in Verbindung bleibt. Das sind die Alltagsdinge. Vor einigen Wochen wird das Ritual gestört. Lore Weyroth kann das Schleswig-Holstein-Magazin plötzlich nicht mehr wie gewohnt sehen. Kurzerhand ruft sie bei uns in der Redaktion in Kiel an. Es stellt sich heraus, neuerdings ist im Ausland nur noch der NDR-Livestream für Niedersachsen zu sehen. Der für Schleswig-Holstein ist gesperrt. Um Lore Weyroth zu helfen, beauftragen wir einen Kameramann aus San Diego. Mit Unterstützung unserer Technikexperten installiert er ein Hilfsprogramm auf Lore Weyroths Computer. Damit kann sie die Sperrung umgehen. Das ist immer dann unproblematisch, wenn es sich um Programme handelt, deren Inhalte weltweit genutzt werden können. I don't believe it. Das war ein super, super, super Gefühl und ich habe mich sehr gefreut. Und als es dann eben nicht gleich geklappt hatte, war ich sehr enttäuscht und dann hat es wieder geklappt. Dann war ich also over the moon. Endlich können sie und Ulrich von Schapiewski wieder gemeinsam fernsehen, obwohl sie tausende Kilometer voneinander entfernt sind. Das ist ja Meno. So hat Lore Weyroth immer ein Stück Schleswig-Holstein bei sich, in San Diego.